Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Wir gehen jetzt in die nächste Mission über, nachdem wir jetzt Markland abgeschlossen haben, sind wir endlich in Vinland angekommen. Yay! Vinland, endlich das gelobte Land. Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Ja, ich werde jetzt die Mission starten, das Missionsbriefing durchlaufen lassen. Dann werde ich einen kurzen Cut machen müssen, weil Cultures mir beim Starten der Mission blöderweise die Mikrofoneinstellungen verstellt. Also den Pegel. Dadurch werde ich zu laut. Sobald ich aber in der Mission drin bin, kann ich es wieder runterstellen und wir können nochmal weitermachen. Also, Einführung und dann sehen wir uns gleich wieder. Endlich hielten wir den dritten Sonnenstein in unseren Händen. Da unsere Vorräte fast aufgebraucht waren und in diesem Landstrich nichts mehr zu entdecken war, beschloss Großvater, die nächste Flut zu nutzen und Markland zu verlassen. Die Winde trieben uns bald weiter Richtung Süden. Die Küste wich allmählich zurück und geriet außer Sicht. Großvater beriet sich mit meinem Vater, was zu tun sei. Sie beschlossen, den Kurs zu ändern und nun Richtung Westen zu kreuzen. Am zweiten Tag kam dichter Nebel auf und eine starke Strömung brachte uns vom Kurs ab. Die Männer mussten nun kräftig in die Ruder greifen, um nicht aufs offene Meer hinausgetrieben zu werden. Als sich nach einigen Stunden schließlich die weißen Schwaden lichteten, erblickten wir Land, das sich nur wenige Steinwürfe von uns entfernt aus dem Meer erhob. Mein Vater steuerte zielstrebig eine kleine Bucht an, die unserem Schiff Schutz vor gefährlichen Strömungen bot, und wir gingen von Bord. Die Küste fiel hier flach wie eine Kinderbrust ins Meer ab. Saftiges Grün bedeckte den Boden, soweit das Auge reichte. Thorfinn entdeckte Spuren von Hasen, Bären und wilden Schweinen im weichen Gras. Kleine Tannenwälder säumten die Flanken der Hügel. Sogar Obstbäume wuchsen an den Ufern der Bucht. Die größte Entdeckung machte jedoch Tyker, der Weitfahrer. Als er sich zum Erleichtern von unserer Gruppe entfernte, stolperte er über Ranken, die merkwürdige Früchte trugen. In seinem Leben hatte er viele Länder bereist, daher erkannte er gleich, was er da entdeckt hatte. Es war wilder Wein. Freudig erregt berichtete er den anderen von seinem Fund. Großvater nahm diese Entdeckung zum Anlass und gab dem Land den Namen Vinland, was Weinland bedeutet. Hier wollten wir uns niederlassen und genügend Vorräte für eine lange Reise sammeln. Die Erfahrungen mit den Rotgesichtern aus dem Norden hatten uns jedoch gelehrt, vorsichtiger zu sein und mit Überfällen zu rechnen. So, und damit können wir dann hoffentlich gleich mal loslegen. Also, wir sollen 30 Bewohner bekommen. Vorher brauchen wir halt eine solide Nahrungsversorgung. Einen Verteidigungsturm zum Schutz, das ist sehr wichtig. Und unsere Vorräte halt auffüllen. 80 Nahrung, 50 Holz, 30 Leder. Sollte schaffbar sein. Wir haben jetzt wieder hier unser Hauptlager. Wir haben sehr viele Frauen, merke ich gerade. 5 Stück. Wir haben sehr viele Bauarbeiter. Davor sollten wir einen zum Kundschafter machen. Und dann sollten wir mal mit dem Bauen beginnen. Wir fangen erstmal mit einem Fischerzelt an. Weil hier gibt es ja ein bisschen Fisch. Und eine Jägerhütte hier oben.
Und dann gehen wir erstmal hier den Bereich erkunden. Okay, wir haben schon mal Steine entdeckt. Steine und noch etwas mehr Nahrung. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wo wir unseren Holzfäller hinstellen, weil Holz, sieht man, ist hier etwas mehr Mangelware. Also im Gegensatz zum Markland gibt es hier recht wenig Holz. Da haben wir schon den Kartenrand erreicht. Wir werden aber wahrscheinlich Holzproduktion so hier oben hinsetzen. Ja, das sieht gut aus. Hier sind nämlich vereinzelt schon genug Bäume. Ja, Bjarni ist erwachsen, das heißt, er kann gleich mal wieder den Fischer spielen. Und wir haben sogar diesmal ein Mädchen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr viele Frauen. Und hier hätten wir Obstbäume. Das heißt, wenn wir mit unserer Farm anfangen, was wir hier drüben irgendwo machen sollten, können wir auch Obstbäume anpflanzen. Genau. Obstbauer ist nämlich hier sogar eine relativ gute Idee, um an zusätzliche Nahrung zu kommen. So, wir bauen auch gleich schon mal unseren Lehmsammler. Ja, hierhin. Also ja, Nahrung in Form von Obst können wir sehr gut sammeln. Lehmsammler und Holzfäller. Roll etwas von den Obstbäumen weg, damit er sie nicht aus Versehen abholzt. So, dann gehen wir jetzt einmal hier um den... Ich weiß nicht, ob es einen kleinen See darstellen soll oder ob es ein Tidensee sein soll. So. Sie ist auch erwachsen, das heißt, wir haben jetzt 5 Bauarbeiter, einen Fischer. Und einen Kundschafter. Und 6 erwachsene Frauen. Hier hätten wir noch Lehm zur Verfügung. Ja, wir können sogar eine Schafzucht aufbauen, wenn wir wollten. Die Schafe dort stehen nämlich relativ gut.
So, geh nochmal hier. Wobei, das können wir nachher mit einem anderen Kundschafter machen. Da hier aufdecken. Was du eher bräuchtest, wäre mal Nahrung. So, Jägerzelt ist fertig. Als nächstes 4 Zoll das Federzelt. Ja, vergaß mal den Strand hier unten. Sicher ist sicher. Hier ist wieder ein kleiner See. Das hier könnte wirklich eine Art Tidensee sein. Auf jeden Fall ist er voll mit Fisch. Eine Schule. Diesmal nicht so nah am Haupthaus. Errichten wir sie hier oben etwas ab vom Schuss. Und... das könnte unpraktisch werden. Hier dürfen wir, können wir nichts anbauen. Hier jedoch können wir Sachen anbauen. Also kommt da unser Farmzelt hin. Da wird halt hier angebaut und wir gucken, wie wir unseren Arbeitsplatz... Hä, du erreichst deinen Arbeitsplatz nicht? Ja, wir müssen dann gucken. Du wirst mal kurzzeitig auch Kundschafter. So, die Landzunge geht auch nur da raus, oder? Ohne irgendwo großartig zu enden. So, du bist Kundschafter, das heißt, du platzierst mal hier einen Wegpunkt, also einen Marker. Und dann platzieren wir oben bei der Schule ein, weil wir müssen jetzt schon Wege machen. Sonst kommen die Leute nicht klar. Mit der Wegfindung. Der Strich da ist ein bisschen kontraproduktiv, also sieht unschön aus. Ich find's lustig, wir haben 2 Bjarnis. So, was brauchen wir jetzt eigentlich wieder für das Dreifamilienhaus? Ah, man merkt übrigens, Eisenschmelzer, Werkzeug, Rüstungsschmied, alles ist jetzt auch vorhanden. Und hier wäre ein kleines Tannenwäldchen, wenn wir Holz nochmal Holz brauchen würden. Na ja, an dem Obstbaum möchte ich mich jetzt ungern vergreifen. Ah, Schäfchen. Ja, schlaf erstmal. Da musst du gucken, dass du die Bären da isst. Dich schicke ich auch mal hier zum Essen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Ach so, ja. Ach toll, die sind nicht mal beide nah genug aneinander.
Gut, dann kriegt der Jäger auch noch einen. Jo. Ich weiß, dass du Hunger hast, deswegen geh da oben essen, bitte. Dann kannst du für mich noch die Landzunge hier aufdecken. Während du hungrig bist. Ich sehe gerade, ich muss die Aufnahme nochmal unterbrechen.